Los geht's mit Shadow of the Tomb Raider, dem neuen Abenteuer mit Lara Croft. Ich bin übrigens der Sarazar und freue mich auf das Let's Play mit euch. Immer dieser Auftakt bei diesen ganzen Tomb Raider Spielen. Und wie gesagt, die anderen Teile könnt ihr auch auf meinem Kanal gucken. Und damit ein herzliches Willkommen, wo auch immer wir gerade landen. Zwei Tage zuvor. Verdammt. Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Oh, Backe, die arme Lara. Sieht nicht gut aus. Und wir zocken den neuesten Teil noch vor Release. Okay. Die Grafik ist einfach der Hammer, schreibt der Kurt. Auf jeden Fall. Das sieht richtig gut aus. Was für ein Loch sind wir denn da gelandet, ey, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, zieh den Bauch ein, Lara. Ja, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, haut doch mal den Daumen nach oben, wenn ihr mehr Abenteuer von Shadow of the Tomb Raider sehen wollt. Dann weiß ich mal, was euch besonders gut gefällt. Heiliger. Wie sind wir denn in das Loch gekommen? Wir sind noch mit Flieger abgestürzt. Aber das war ja zwei Tage zuvor, stimmt. Die muss ja hier... Oder jetzt ist es alles zwei Tage zuvor vielmehr. Das ist ja echt... richtig eng. Die gute alte Spitzhacke. Wie mehr der Kletterhaken. Sieht einfach Hammer aus. Also wirklich richtig, richtig geil. Bisher der erste Eindruck, macht Laune. Wie gesagt, zwei Tage zuvor, vor diesem Flugzeugabsturz. Und wir befinden uns hier in irgendeinem Tunnelgewölbe. Ich weiß noch gar nicht, wo wir genau sind. Sieht auf jeden Fall unsympathisch aus. Und es kommt noch besser daher als die vorherigen Teile. Das sieht man schon direkt. Grafik Jonah, ist nochmal besser. Ich bin draußen. Worden.
Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Wunderschön. Guck mal, wie die Lichter sich da brechen und so. Da fühlt man sich wirklich wie in so einem riesigen alten Höhlchen mit nur ein paar Leuten, die irgendwie aufgespießt wurden. Ach, sympathisch. Kommt man sich direkt heimisch vor. Lara sich sicherlich auch. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal lernen, wie das geht. Vor allem will ich jetzt die ganze Zeit die Spider-Man-Steuerung anwenden. Spider-Man könnt ihr auch aktuell auf meinem Channel sehen. Und noch viele weitere Games, die jetzt rauskommen. Es wird sich lohnen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach mal abonnieren. Followen bei Twitch oder wo auch immer. Und Glocke ist ja auch nochmal viel wichtiger, ne? Oh, Heiliger. Okay, Lara. Noch eine Etage höher. Den kletter ich lieber hoch. Dann mache ich keinen Sprung. Wer weiß, wo das endet sonst. Huch. Muss ich gerade meinen Kopf mitdrehen. Drücken Sie nach vorne und drücken Sie X, um zur nächsten Kante zu springen. Okay, also mit X können wir einfach immer zur nächsten Kante springen. Weiß gar nicht, die Steuerung, ob die sich jetzt groß verändert hat zum vorigen Teil. Aber man muss ja eh wieder reinkommen erstmal. Ist ja auch schon was länger her, als wir den gespielt Jonah, haben. Ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Wow. Oh, was haben wir denn da Schönes? Aber weißt du was, bevor wir hier lang gehen, gucken wir erstmal gerade noch hier, ob da nicht irgendwas Geheimnisvolles ist. Hier können wir nämlich auch hochklettern oder runterklettern, theoretisch. Wo soll es denn da noch lang gehen? Oh Gott, nee, doch, besser nicht. Das sieht auch heftig aus, da dieser Schädel. Sieht alles nach Maya-Kultur aus, ein bisschen, ne? Soll ja sich auch so ein bisschen an Tomb Raider 1 anlehnen und die ganzen alten Teile. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Erwischt hier seine Spuren. Oh oh. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, das braucht... Komm jetzt! Okay, ich würde sagen, wir müssen laufen. Los! Oder? Los! Schnell! Komm schon! Ich drücke einfach da vorne. Ali Hoppa. Raus mit dir, Lara. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja. Rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Irgendwo in Mittelamerika.
Mexiko tippe ich mal drauf. Oder steht's doch auch? Cozumel, Mexiko. Freunde. Die haben hier eine ganz große Totentradition. Ich war ja auch schon mal in Mexiko. Habt da Vlogs gedreht, falls ihr euch das mal reinziehen wollt. Sehr christlich geprägt, mit ihren eigenen Einflüssen. Und natürlich auch den Einflüssen der Indianer, der Maya-Indianer, die dort gelebt haben. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Maskenball. Ja, die Untertitel, da kann man sich natürlich drüber streiten. Ich habe sie mal angelassen, weil viele halt auch schreiben... Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Ja, weil viele auch nicht so gut hören können. Wurde mir jetzt auch gerade noch mal in den Chat geschrieben, bitte lass sie an. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Okay, wir sollen Dominguez finden. Hier haben wir eine Karte. Da vorne müsste der irgendwie sein. Das sieht ja auch ganz nice aus hier mit der Karte. Wir sind jetzt mal in diesem wunderbaren Dörfchen in Mexiko, Freunde. Und haben auch 2000 Goldstücke. Ich habe übrigens auch diese ganzen Bonus-Packages hier bekommen. Vielen Dank nochmal an Square Enix, die haben das Game zugeschickt natürlich, netterweise. Deswegen können wir auch vor Release spielen, sonst wäre es ja kaum möglich. Suchen wir weiter. So, gucken wir uns hier erstmal um auch, oder? Das sieht ja so schön aus, richtig geil. Und dieser ganze Aufwand hier. Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Du hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Erinnert mich ein bisschen an den Film Coco. Bitte, bitte, probieren. Riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Jetzt werde ich schon gefragt, machst du das auf 100%? Weiß ich noch nicht, glaube ich nicht. Erstmal in erster Linie die Story durchspielen und gucken, wie es ist. Müssen wir ja noch rauswählen, aber bisher erster Eindruck ist super und mache ich auch ein bisschen von eurem Ganz Feedback gut, solange ab. Ich nicht dran denke. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Mhm, ja, so siehst du aus. Da vorne müssen wir hin. Es gibt hier auch so eine Art... Oh, guck mal, da unten kann man sowas mitgehen lassen, Leute. Ha, haben wir direkt was gefunden. Medizin mal eben so. Klauen wir hier direkt auf dem Marktplatz. Wir werden ja nicht erkannt. Guck mal hier, gibt's noch mehr. Ressourcenkiste. Ha. Gut, dass wir uns hier mal umgeschaut haben. Wurde direkt belohnt. So, aber da vorne, wie kommen wir denn jetzt da rum? Müssen wir hier so vorne vorbei? Guck
kommen wir doch gar nicht durch. Hier sind viel zu viele Sachen am Stehen, oder? Oh, dann fassen wir nicht durch. Der Kühlschrank wollen wir jetzt noch nicht hinter dem Stand uns hermogeln. Einfach so, es wäre ein bisschen ungehobelt. Lalalala. Müssen wir wahrscheinlich so außen rumgehen, ne? Aber wir haben ja lecker noch was abgestaubt hier. Tja, unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Der Tequila. Oh, was können wir hier? Oh, guck mal. Wunderkerze. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe. Das ist die Zielperson. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Ja, der Turbo-Sultan schreibt gerade hier, Jonah, 2 Euro für die Lara mit der Crow-Maske. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Ja, ist was dran, Alter. Oh. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht. Und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden, das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Ja, und wer auch die letzten Teile geschaut hat bei mir oder selber gezockt hat, der wird Jonah ja auch kennen. So, weiter geht's. Schön, dass er dabei ist. Ich finde das Design bisher echt sehr, sehr cool. Super gemacht. Und mit Spider-Man und Tomb Raider, so die Eröffnung jetzt der Spielesaison, da kommen ja noch viele weitere Games jetzt. Verzeihung. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Das hört sich ja interessant an. So, wo müssen wir weiter? Nach da vorne, oder was? Hier können wir auch noch mal reinsnacken und mit dem reden. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Oh, seine Frau ist gestorben. Bevor sie in die Flitterwochen gekommen sind, scheinbar. Hier die Toten, das erinnert mich wirklich, also das ist ja eine Riesentradition in Mexiko und das ist total interessant, finde ich. Mit den Masken. Wir vorne lang? Ne, nur da hinten, oder? Wir können uns da durchquetschen auch noch, aber vielleicht ist hier noch irgendwas. Ich glaube, da kommen wir nicht durch, da sitzen die Leute so. Gehen wir mal hier hinten lang. Man kann übrigens nicht laufen oder sowas, ne? Nur zur Information. Wir schreiten hier erstmal so durch. Verzeihung.
krasse Anfang. Man spielt Jonah, bisher noch wenig. Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Upsa. Disculpe, mein Fehler. Hier kann man nichts mehr mitnehmen. Oh, was ist denn da? Die sind nur einen am Trinken. Ein Cerveza, können die sich. Sollen wir hier noch irgendwas machen? Da poppt doch gerade sowas auf, oder? Nee, scheinbar nicht. Okay, ich will ja alles mitnehmen, wenn es geht, ne? Also ich bin jetzt nicht der Ultrasucher, aber was ich mir anschauen kann, schaue ich mir gerne an. Feuerwehr. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir für Informationen bekommen werden. Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Ich finde die Atmo auch super, Melek. Richtig gut. Schön, dass du mitschaust. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Das Gute bei Spielhelden ist ja, dass die auch nicht altern, ne? Hey, Meister. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Wir wollen nicht stören. Bei den Geschäften. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Okay, da müssen wir hin. Im Schatten. Ein anderer Weg in die Ausgrabung finden. Alles noch ein bisschen Tutorial. Aber gut gemacht. Ich find's cool, dass es auch nicht direkt mit der harten Action beginnt, sondern man sich erstmal so einspielt. Und jetzt hier, ihr Outfit. Das obligatorische Lara Croft Outfit. Wo es verändert, haben sie es auch nicht vom Look her, ne? Bisschen anders vielleicht. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide. In so einer Art Höhle. Faszinierend. Oh oh. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Gebiet untersuchen, okay. Es ist deine Schuld. Mir passiert, Mann. Nee, der abgeladen. Vorsicht. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Keine Zeugen. Nein, bitte, nein. Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe.
Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Okay, haben wir das auch gelernt. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ups, hab ich mich verklickt. Wollte ich doch mal reinschauen hier. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Den Überlebensinstinkten. Wer weiß, wann wir das noch gebrauchen können, den Kram. Müssen wir ja jetzt mal auch reinkommen, alles lernen hier. Kriegen jetzt erstmal die Steuerung noch beigebracht und so weiter. Ihr merkt das schon. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen spielen. Vorher war das ja sehr zwischensequenzig, auch wenn es mit Gameplay behaftet war. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. So, die Sachen nehme ich alle mit. Wie gesagt, Bier ist zumindest. So, Bergungsgut. Und jetzt nochmal hier das Wendelchen hoch. Kann so gut, die Squeech-Fidee. Das sind die Helden von heute. Sehr gute Kletterer. Also wenn ihr Held werden willst... Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chuck'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Das ist ein schöner Schädel da eingemeißelt. Ich muss da runter. Okay. Oh, cool. Oh Mann, ey. Ja, da wollte ich mich gerade mal mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Nochmal so, wie man sich so an Wände hangelt und so. Und dann ist mir so ein kleines Malheur passiert. Also, ich zack, muss da runter. Zack. Und jetzt nach unten. Abseilen. Okay. Okay, das müsste gehen. Ja, das war's, vorbei, das Spiel. Let's go. Oh. Okay. Jetzt ein bisschen muss man sich konzentrieren. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. So, jetzt nicht nochmal denselben Fehler machen, ne? Also an den Dingern abspringen. Ich weiß nicht, ob du das schon drauf hat. Zack. Ah, jetzt läuft der Hase. Wow. Da geht's tief runter. Und let's go. Zack. Nein. Boah, das war knapp. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Okay, ich mache jetzt erstmal nichts, was er mir nicht sagt. Weil normal konnte sie ja vorher auch immer so von Klippe zu Klippe springen. Scheiße! Oh. Halt dich gut fest. Lara, liebe Lara. Okay, jetzt der Wandlauf. Genau, habe ich mir fast gedacht. Und wups. Da hängt sie doch. Und jetzt hier rum. Um diese wunderschöne die Klippe. Statue blickt zu dieser Höhle. Das sieht doch mega geil aus, ey. So. Wo ist denn da was? Da unten müssen wir rein. Okay, würde ich sagen, machen wir nochmal Abseilakt, ne? Und da jetzt mit Schwung. Okay, halten Sie L2 oder R2 und benutzen Sie dann, um Schwung zu holen, okay? Alles klar, das kriegen wir hin. Das wollte ich wissen, wie das geht. Sehr schön und hoppidi! Boah, war schon fast zu knapp, ey. Das ist noch ein bisschen mehr. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden.
Ich behalte hier Trinity im Auge. Nochmal kurz diesen tollen Schädel anschauen, Leute. Und rein geht's in die gute Stube. Hoppi. Oh, cool. Dickröhrling. Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Ist in letzter Zeit viele Pilze im Spiel, ne? Was kam auch ständig? Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Vorsicht, Ratten. Ah! Die Lara schreckt vor nichts zurück. Ich glaube, die könnte alles. Okay, mit einem Seil zielen. Zielen Sie mit L2. Ach so, das kenne ich doch noch von früher. Und jetzt ruppt damit. Das wusste ich doch. Das ist auch von dem... Oh, ein Wandgemälde. Untersuchen Sie das Wandgemälde, um Ihren alten Dialekte zu verbessern. Ihre alten Dialekte. Also die Sprache wahrscheinlich der Maya, damit wir wissen, okay, Leute, yo. Können das jetzt ein bisschen besser? 11% dazu gewonnen. Na, mega. Herz der Schlange. Darstellung einer Reise in das wunderschöne Maya-Land. Guck mal hier auch. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Das ist ja toll. Oh, guck mal hier. Alles klar. Richtiger Chiller hier. Chiller. Ja. Das hätte ich kommen sehen müssen. Du kann man es da nicht rein manövriert. Da können wir bestimmt auch was machen, oder? Hier. Sieht doch so aus. Kann ich das vielleicht mit dem Anzieher da so? Flöte der Dunkelheit. Die Flöte der Dunkelheit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Aber ist schon geil, wie wir durch die dunklen Höhlen kriechen. Was ist das hier? Das hat schon echt was von den alten Tomb Raider-Teilen. Überlebensinstinkt immer verwenden. Soll ich eh öfter machen. Werde ich noch oft vergessen, sage ich euch ganz ehrlich. So, da haben wir nochmal 15 EP uns gegönnt. Hier liegen auch noch ein paar Pilzchen. Zellen. Mhm. Wir hier im Knast. Gefängnis sind wir gelandet, Leute. Dann joggen wir mal gemütlich hier rüber. Junge, Junge, das sieht schon schön aus mit der Wasserreflexion und so. Wie gesagt, PlayStation Pro. Hochauflösende Grafiken kann man auch einstellen. Läuft ganz solide. Minimale Ruckler hat man schon vernommen in den Zwischensequenzen, aber sonst, das ist, glaube ich, echt... Die Grafik hinnehmbar. Jo, was haben wir denn da wieder? Schön so ein Gepäckchen hier. Ja, und Lara sieht gut aus, natürlich, Leute. Was kommen wir denn hier hoch? Gar nicht? Das sieht doch so aus, als würde man hier. Ah, hier, guck mal. Oh, ist schon verdammt dunkel. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ich glaube, wir kriegen bald mal eine Fackel oder sowas. Wenn wir ein bisschen dicht oder Laterne, Taschenlampe. Ich nehme gerne alles, was er gerade hat. Ne? So, guck mal, was denn hier Schönes. Ah. Wieder unsere Sprache verbessert hier. Ein Keramikgefäß. Mam. Heißt das? Okay. Oh, hier ein bisschen Licht. Der Mondschein, der durchdringt. Liegt denn da nur Geröll? Oh, da liegt doch eine Hand. Guck mal hier. Seht ihr die Hand, die da rauskommt? Eieiei. Ja, ein bisschen umschauen muss man sich auch immer, Leute. Wie gesagt, das Design auch mal genießen. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt ist das verstärkte Messer erforderlich. Habe ich noch nicht. Mensch. Gehen wir hier rum. Da gibt es auch noch ein paar Pilze am Boden. Gönne ich mir. Haben wir sonst noch irgendwas übersehen? Oh, ich sehe schon die ganzen Kommentare. Du wirst das, das und das übersehen, Saraza.
Hui. Und wir müssen eigentlich auch nach unten hin. Aber wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Auf jeden Fall haben wir jetzt alles eingesammelt. Da unten. Geht da ins Wasser hüpfen? Mach das einfach mal. Wow. Während des Schwimmens halten Sie X, um aufzutauchen. E, so kann ich auftauchen und untertauchen. Oh, guck mal, da kann man was mitnehmen unter Wasser. Zack, abgeknibbelt. Mal gucken, wie lange sie Luft anhalten kann. Oh. Heiliger! Zum Glück ist sie recht schlank, die Lara. Was war das denn für ein Aal? Er hat seinen Aal ausgepackt. Boah, Alter, das kann doch nicht gut gehen so ewig, oder? Da waren Luftblasen durch, die kann man durchschwimmen, glaube ich dann. Da kann man hochschwimmen. Voll angenehm. Guck mal. Das ist ja der Trick 17 mit so einer Tauchglocke oder so. Ich verstehe, hier lernen wir jetzt wieder schwimmen. Boah. Junge, Junge, Junge. Bleib du mal cool. Zum Glück ist es kein Zitteraal. Die haben ja noch so Elektronikteile. Okay, ist schon ein bisschen anstrengend jetzt hier. Vorsicht. Boah. Oh mein Gott, und da eingesperrt werden. Ey, das ist richtig assi. Kein Aal, das ist eine Moräne. Absolut richtig. Das ist eine Moräne. Sehen sich aber auch ein bisschen ähnlich. Da kann das mal passieren. Shit. Alter. Error. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Der Aal unterm Rock, genauso. Was geht dir, GTA Relife, alter Insider? Und das hat sie überlebt, die Lara. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier Schönes? Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Fähigkeitspunkt. Wir wurden ja noch gar nicht eingewiesen in die Fähigkeitspunkte. Wo kann ich das denn machen? Werden wir bestimmt gleich noch. Ich habe nur so viel gefunden schon, dass ich wahrscheinlich jetzt hier... Kriegen wir bestimmt gleich noch erklärt. Oh, Taschenlampe. Warum sagt sie das denn nicht gleich? Warum sagt sie das denn nicht gleich? Wie mache ich die denn an und aus? Oh. Ja. So. Ich habe gerade mich so auf die Taschenlampe konzentriert. Also, machen wir lieber so. Hier, Messerchen. Zack. Ist da. Das war aber auch eine asoziale Falle, Leute. Ich habe mich richtig ein bisschen erschreckt. Jo, jo, jo. Und jetzt können wir da drüber, drunter. Wahrscheinlich, ne? So, ja, kann sie. Kriegt sie hin. Auf einziehen, Lara. Geiles Game bisher, ne? Echt? Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Zur Spitze der Pyramide gelangt. Das ist nicht gut. Oh, je nachdem, wie man es ausrichtet. Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Das könnte interessant werden. Okay, schnell die Glocke hoch. Bevor die Glocke läutet. Zack, und jetzt hier. Yeah. Aber gut gelöst. Boah, wie dunkel ist das, ne? Und guckt euch das mal an. Hatte echte Horrorelemente fast schon. Oh Mann, Freunde. Da sollen wir nach oben, okay. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ne, versperrt. Wollen sie es nicht reinlassen? Hier gibt's irgendwas. Hartholz. Überlebensguide. Guck mal, 6 von 35 Hartholz haben wir schon gefunden. Das war super. Freut man sich doch. Hier, Fähigkeiten. Hier kann ich noch ein bisschen links, rechts. Da kann ich mir das alles nochmal angucken. Artefakte, Überlebensguide. Werden wir bestimmt gleich noch eingewiesen, oder? Gehen wir bestimmt gleich. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch, die Pyramide. Brauchen jetzt. Lara, wie läuft's? Gut. Es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich.
Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Sympathisch, wie die Leute hier hängen. Das ist doch noch was für uns. Nimm ich mit. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Oh, ich verstehe. Wir müssen erst das... Ja, wir müssen erst das Ding da wegmachen. Und adios. Haha. Ta-da-da-da-da-da. Jetzt noch wieder Indiana Jones Filme gesehen. Ey, ich mag ja sowas so gerne. Ich finde sowas richtig geil. Diese Abenteuerspiele. Und Geschichten. So, jetzt muss man da nach oben. Da vorne können wir jetzt rüber. Okay, ich verstehe. Jetzt hier, da muss er aber schwungvoll vorgehen. Wow. Oh, was? Aber ich glaube, ich bin bei keinem Tomb Raider so oft am Anfang gestorben wie jetzt hier. Verdammt, ey, was habe ich falsch gemacht? Ich hing da noch dran, aber irgendwie hat sie sich nicht zu greifen an der Stelle. Okay, warten wir mal erstmal, bis der hier in Ruhe zurückgependelt ist. Und jetzt probieren wir nochmal hier. Komm. Jetzt hat's geklappt. Ach du Scheiße, ist aber auch doppelt, Assi. Schön, das haben wir gut hinbekommen. Wow, das ist richtig tricky hier, finde ich geil. Okay, hier gab es diese Verbindungsdinger, ne? Da müssen wir einfach auch dran feuern, glaube ich. Habe ich noch in Erinnerung. Ah ne, falscher Pfeil, sorry. So. Jetzt kann sie sich hier so lang schlängeln, die gute. Ohne Taschenlampe. Ich hoffe auf viele Rätsel und gemeinen Fallen, schreibt Rossi. Schön. Ihr wollt immer die Belustigungssachen sehen, ne? Wenn ich so verkacke, kommt viel besser an, als wenn ich das Spiel gut spiele. Ich sollte einfach nur noch verkacken. Das passiert ja leider automatisch. Wow! Habt ihr es gesehen? Siehst du, ich habe nicht verkackt. Erstaunlicherweise. Ha! Diesmal nicht, Falle! Ich habe dazugelernt. Diesmal nicht, du Falle. Diesmal kriegst du mich nicht. Okay. Und jetzt hier der Absprung. Ups. Das weiß ich. Da drüber. Zack, zack. Ja, so läuft der Hase. Die Plattform hängt fest. Ah, muss ich mal schieben. Was wollen wir hier machen? Was, wenn wir da drauf springen einfach? Nicht genug Gewicht? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Moment mal. Das können wir doch jetzt bestimmt rausziehen oder so, ne? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Guck mal, hier holen wir uns erstmal noch das Gepäck. Können wir hier noch machen? Können wir das irgendwas aktivieren? Ja, können wir tatsächlich. Was ändert sich ja nichts mehr. Wir haben das Seil durchgeschnitten auch. Das ist ein Fehler. Okay, da passiert überhaupt nichts. Ja, das müsste ich jetzt irgendwie verbinden. Das war vielleicht nicht so gut, dass ich einfach das Seil abgeschnitten habe. Aber warte mal, vielleicht kann ich das neu verbinden? Ah, das würde ja auch nichts ändern. Oder ich müsste es drehen tatsächlich einfach nur. Ja, jetzt connectet der das nochmal. Und jetzt drehe ich einfach nochmal dran. Ja. Ändert jetzt aber auch nicht so viel, außer dass die Plattform sich jetzt dreht. Seht ihr das? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Aber was soll... Wieso... Wie sollen wir so diese Trümmer zerstören? Wir müssen irgendwas auf die Plattform platzieren, sodass wir da diese Trümmer rumwerfen können. Ne? Die Trümmer vor allem. Die Trümmer. Hm, das heißt... Aber
soll ich das denn anstellen? Verstehe ich gar nicht. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Was ist hier noch für ein Hinweis? Ich kann das Ding drehen. Guck mir das nochmal an, wohin sich's dreht. Du übersiehst etwas. Ja, irgendwas übersehe ich. Guck mal hier. Ach! Ja, gut. Hätte ich hier lange rumprobieren können. Da habe ich einfach nicht gut in die Ecke gekriegt. Aber jetzt haben wir's. So, und jetzt können wir das Ding drehen und da müsste der Wagen ja theoretisch schon die Trümmer zerstören. Ich habe es komplizierter gemacht, als es sein müsste. Oder? Oder? Kommt der da rum? Und jetzt muss ich den noch da dran schieben. Und dann mit dem verbinden, ne? Und dann kann ich den hochrollen. Moment, das mache ich jetzt. Verstehe schon. Gut gemacht. So, das eine Seil hat sich automatisch gelöst. Wie auch immer. Jetzt ist er in die richtige Richtung. Müssen wir den nur noch ranziehen. Ah, andere Richtung. Okay, hochkurbeln das ganze Ding. Erstmal verbinden. Und jetzt theoretisch eigentlich nur dieses verdammte Seil lösen. Adios! Und das müsste funktionieren. Juhu! Heiliger! Perfekt. Das war doch sauber. Aber erledigt. Hier oben können wir noch was abzippeln. Oder springe ich doch lieber rüber? Ich dachte, ich könnte einfach so runterhüppeln. Das macht es aber nicht automatisch, die Lehrer. Okidoki. Was soll ich denn jetzt? Moment mal. Schaue ich mir erstmal gerade von hier an. Ich muss hier die Leiter hoch, dann kann ich doch viel besser hier rumrennen. Muss ich doch gar nicht auf das Ding drauf. Mehr. Oh. Zack. Haben wir hinbekommen, haben wir hinbekommen. Okay, weiter. Durch diese düsteren Katakomben. Okay, da können wir uns... Nee. Doch, hier komme ich dran. Fledermäuse! Hat sie ja nur schon 1 Million Mal gesehen. Sie erschreckt sich trotzdem noch. Aber das Game ist schon ziemlich düster, ne? Muss man wirklich sagen. Hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami... Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Thank you.
Jonah. Ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Hau schnell ab, Lara. Oh oh. Dieses Teil ist mächtig. Was habe ich getan? Naja, vielleicht war es die einzige Möglichkeit, bevor Jonah, die das Ding kriegen. Geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Okay, hier ist noch was zu mitnehmen. Das soll man sich entdecken lassen. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir tun. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay, sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Okay, der wird dran glauben müssen. An der Rankelwand in alles gut. Krass, wie getarnt die ist jetzt, ne? Super. Ja. Adios. Lautbosaki. Wie läuft's mit der Pumpe? Immer noch seine Sachen mit? Pumpe? Ist ausgepumpt, seine Pumpe zumindest. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Müssen wir lang. Moment, kurz hier. Scan. Oben. Wir hier hoch sind, doch können wir besser. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Was auch durch den Matsch wartet. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Voll krass. Inspektoren kommen. Bereit machen. Sei eins mit dem Busch, hat der gute Schlumpf hier gerade geschrieben. Okay. Von da zum nächsten. Und von da zum nächsten. Und dann dezimieren wir ja einen nach dem anderen hier. Bitte nicht schreien. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Fast geladen. Was können wir denn hier machen? Objekte können geworfen werden, um Feinde abzulenken. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Hey, ich check das mal. Irgendwas stimmt nicht. Nummer eins. Oh, scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Du willst nicht meine Waffe. Verdammt. Ja, ey, Alter. Okay, das ging dann noch ein bisschen schneller, als ich erwartet hatte. Wird mir einmal kurz eingeblendet, wie ich die Waffe wechsle. Ich sehe mal nach dem Generator. Wir brauchen später Licht, wenn Dominguez runtergeht. Also da, wo drin sein macht. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Okay, probieren wir nochmal. Keine Sorge.